Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein sehr bunt gemischtes Video für dich. Und zwar ist in diesem Video enthalten ein Douglas Haul, eine First Impression von der Hatice Schmidt Day Palette, ein Full Face High-End, wenn ich mich umgucke, ja, Full-Face High-End und eine Verlosung. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Erstmal den Haarreifen aufsetzen. Ich habe ein bisschen meinen Hintergrund umdekoriert. Ich weiß noch nicht, wie ich den noch heller kriege. Eigentlich möchte ich diese Region etwas heller bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber von Zeit zu Zeit. Das Spiel mit Licht und Schatten geht einfach weiter. Wenn du nur die First Impression von der Hatice Schmidt Day Palette sehen möchtest, dann skip einfach vor bis zu diesem Zeitpunkt, den ich hier gerade eingeblendet habe. Und ja, genau, für alle anderen geht es jetzt einfach mal los mit dem Primer. Da habe ich hier von Fenty Beauty den No Filter Instant Retouch Primer Soft Matte. Den hatte ich tatsächlich mal, als ich bei Sephora bestellt habe, in so einer Surprise Bag dabei. Tatsächlich auch nur eine kleine Probegröße. Alle Produkte, die ich verwende, verlinke ich natürlich in der Infobox. Es ist ein sehr fester Primer. Ich hoffe, dass er meine Haut nicht zu sehr mattiert, aber dass er trotzdem irgendwie hydratisiert. Wünsche und Träume darf man immer haben. Okay, mit zwei Pumpstößen habe ich jetzt lediglich hier meine Nase, meine Wangen und so ein bisschen mein Kinn hingekriegt. Wow, da brauchst du echt viel von, glaube ich. Gebe ich noch ein bisschen was auf die Stirn. Der zieht unfassbar schnell ein, aber ich finde, der macht das alles ganz schön. Ja, meine Haut fühlt sich jetzt nicht zu trocken an, muss ich gestehen. Und muss sagen, also wenn ich jetzt so drüber gehe, fühlt es sich überhaupt nicht feuchtigkeitsgespendet an. Also es fühlt sich sehr matt an, sehr mattiert, sehr sanft irgendwie auch, ne? Aber es fühlt sich gut an. Also da beschwere ich mich jetzt gerade nicht und ich finde, dass er auch mein Gesicht schön geebnet hat so. Das erste Produkt vom Douglas Haul, was ich hier zeigen kann, ist dieses hier. Und zwar habe ich für meine Estee Lauder Double Wear Foundation, die ich hier habe in der Farbe 1N1, mir endlich einen Pumper geholt. Das hat mich so genervt. Ja, ich hätte auch von Triacle Moon da mir eine Probe holen können und dann entsprechend den Spender da drauf machen können. Das hätte vielleicht auch funktioniert. Nehme ich das und mache das hier drauf. Ja, das ist satisfying. Es ist blöd, weil das echt nicht wenig gekostet hat, zumal die Foundation recht teuer ist. Und da musst du noch einen Pumpspender dazu extra dazu kaufen. Unfassbar. Schütteln wir das Ganze einmal durch. Die Foundation trage ich auf mit diesem coolen Pinsel von It Cosmetics. Love is in the Foundation, Foundation Brush. Und ja, das ist ja diese jährliche Limited Edition, die es eigentlich so zum Valentinstag gibt. Aber ich habe mir den jetzt auch geholt. Also nicht vorher, weil ich einfach vorher keinen Bedarf hatte, bei Douglas zu bestellen. Diese Röhrchen bewahre ich übrigens auf und gebe sie dann weiter. Schön finde ich den auf jeden Fall, ne? Das ist ein mit Herzchen. Oh, gefällt mir. Ja, ist halt flach. Der vom letzten Jahr war, glaube ich, irgendwie beliebter, weil der halt so hubbelig war. Der hubbelige vom letzten Jahr erinnert mich übrigens sehr an den von hier Rival, ne? Rival Loves Me. Der ist ja auch ähnlich, ne? Weil der auch so einen Hubbel oben hat. Dann werde ich mir jetzt ein bisschen was von der Foundation auf den Pinsel geben. Ja. Eine gute Foundation, die ich gerne mag. Und dann werde ich mir das erstmal mit dem Pinsel so verteilen. Wenn du das mit dem Pinsel aufträgst, erhöhst du natürlich die Deckkraft. Also es ist meiner Meinung nach ein guter Pinsel. Damit kannst du gut die Foundation auftragen, verteilen, einarbeiten. Aber ich werde definitiv gleich noch ein Make-up-Schwämmchen brauchen, um das Ganze nochmal intensiver in die Haut einzuarbeiten. Ich finde, dass der Pinsel relativ viel Produkt frisst. Ich habe jetzt 4 Pumpstöße für mein Gesicht gebraucht und nehme jetzt noch einen weiteren für meinen Hals. Und zum Einblenden verwende ich von Luisa den Ultra Oshi Schwamm. Das ist natürlich auch so eine Gewohnheitssache, aber ich finde, dass es besser aussieht und sich vor allem auch besser anfühlt, wenn ich dann nochmal mit dem Schwämmchen drüber gehe, als wenn ich das tatsächlich nur mit dem Pinsel mache. Concealer von Urban Decay, den Stay Naked Correcting Concealer in der Farbe 10NN. Ein sehr, sehr heller Concealer. Hat so ein abgewinkeltes, abgeschrägtes Bürstchen, Füßchen. Aber der ist halt wirklich hell. Auch den verteile ich mir zunächst mit dem Pinsel. Ja, das funktioniert ganz schön. Da kommst du gut mit unter die Augen. Vor allem da kommst du richtig gut rein mit dem Pinsel. Das ist cool. Okay, aber trotzdem verwende ich nochmal den Schwamm, um das Ganze nochmal nach einzublenden.
Und so gefällt mir das erstmal schon so ganz gut. Mein Gesicht fühlt sich recht trocken an, trotzdem möchte ich das ein bisschen setten. Dafür nehme ich hier von Becker das Hydra Mist Set and Refresh Powder. Das ist dieses hier. Das war im Adventskalender mit drin. Ich weiß nur nicht in welchem. Das hat hier so ein Netz mit drin. Sehr, sehr cool. Da gehe ich zunächst mit dem Beauty Blender rein. Quasi um das draufliegende Produkt einfach erstmal abzunehmen. Und gehe damit an die Concealer-Partie, um den Concealer zu setten. Das mache ich normalerweise mit einem Schwämmchen, aber ich glaube, das wird hier jetzt ein bisschen kompliziert werden. Deswegen mache ich das anders. Und zwar nehme ich mir dann von Real Techniques einfach diesen Setting Brush. Das ist dieser hier. Das ist so ein Puder, was sich einfach nass auf der Haut anfühlt. Aber das heißt ja auch Hydra oder Hydra Mist. Richtig kühlend und angenehm und schön, vor allem wenn du sowieso etwas trocknere Haut hast, dann hast du allein dieses Gefühl von Feuchtigkeit. Und das mag ich richtig gern. Dann verwende ich von Essence einen Limited Edition Pinsel. Das ist dieser hier aus dieser Crystal Limited Edition. Das ist einfach so ein Puderpinsel, ne? Den nehme ich jetzt für mein restliches Gesicht. Dafür ist diese Probegröße von dem Puder leider nicht so unbedingt gemacht, weil du da nicht so gut mit dem Pinsel reinkommst, ne? Musst du den Pinsel schon halb zerstören. Das finde ich ein bisschen schade. Dann hätten sie dann keine so eine Probegröße machen sollen. Naja, deswegen arbeite ich hier dann weiter mit diesem hier. Weil der nimmt halt auch wirklich Produkt auf. Ne? Da siehst du auch Produkt auf dem Pinsel. Oha, diese drei Base-Produkte in Kombination, also Primer, Foundation und Puder, machen echt ein richtig krasses Cakeface. Also das finde ich jetzt nicht so optimal, muss ich gestehen. Ne? Ich habe nur leicht abgepudert und dennoch ist es schon ziemlich krass. Das wirst du nachher sehen, wenn ich dich näher ranhole. Und aber jetzt machen wir erstmal weiter. Ich habe mir gerade einen Döner gegönnt und da vorne die zwei Kerzen neu aufgestellt, denn die waren irgendwie, dass der doch so reingekrüppelt war. Naja, nun widmen wir uns dem Bronzer, dem Blush und dem Highlighter. Und da habe ich von Tarte die Hamptons Weekender Contour Palette. Das ist diese hier. Da hatte ich in meinem Face-Paletten-Sammlungsvideo gesagt, dass ich die auf jeden Fall noch häufiger verwenden möchte. Und das mache ich doch jetzt einfach mal. Die Fännchenform ist so lala, muss ich gestehen, weil mit so einem großen Pinsel da jetzt reinzugehen, ist echt schwierig. Aber gut, dann nehme ich den Bronzer, Farmers Market, tippe da so mit dem Pinsel rein, kriege da gut was auf meinen Pinsel drauf und gebe mir den Bronzer auf. Oh, schön. Schön. Der lässt sich so schön ausblenden gerade. Wow. Ich sehe gerade, dass ich mit dem Concealer vergessen habe, meine Frizi oben abzudecken, meine Rötung. Da müssen wir jetzt alle einfach mal mit leben, ne? Holla die Waldfee, also dieser Bronzer könnte fast schon mein Milk Chocolate Soleil von Too Faced ablösen, weil der so soft und angenehm ist und wirklich eine schöne Bräune macht, ne? Also hier habe ich ihn aufgetragen, hier nicht. Es ist sehr, sehr subtil, aber ich finde es klasse. Gefällt mir. Unheimlich gut. Ja, jetzt nehmen wir den Blush. Das ist der Summerhouse Blush. Dann nehme ich auch wieder den gleichen Pinsel. Das ist so ein leichter Blush, wenn man den so haben möchte. Man könnte sich den garantiert auch ein bisschen aufbauen. Ich hoffe, dass es in der Kamera genauso rüberkommt, wie es im realen Leben gerade aussieht. Das macht es echt schön gerade im Gesicht. Also eine gesunde Bräune, eine gesunde Frische. Das gefällt mir. So lassen wir das erstmal. Und jetzt trage ich den Highlighter auf. Das ist der Beach Getaway hier oben. Der dürfte ein bisschen dunkel sein, ne? Dann nehme ich hier von Luxi den 522er Pinsel. Kommt gut was drauf. Erstmal vorsichtig anfangen. Aber normalerweise ist Tarte jetzt nicht so mit dieser Ultrapigmentierung. Deswegen, nee, nicht abklopfen. Ui, wie dezent. Hat übrigens auch einen Spiegel drin, ne? Den konnte ich auch mal benutzen. Der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ultra gut, weil er doch relativ grobe Glitzerpartikel mit drin hat. Also wie gesagt, der gefällt mir nicht so gut. Der hat mit so grobe Glitzerpartikel da mit drin. Schade. Ich hätte gedacht, wenn du so diese soften Geschichten hast, dass du dann auch einen Highlighter hast, der vielleicht auch ein bisschen nasser unterwegs ist. Leider nicht. Vielleicht sollte man den nicht aufbauen. Das weiß ich nicht, aber ich meine, jetzt aus der Ferne sieht er gut aus, aber von Namen, das wirst du gleich sehen, wenn ich dich ja für das Augen-Make-up auch näher ranhole, hat er sehr grobe Glitzerpartikel. Doch, leider. Gut, den mache ich aber trotzdem noch aufs Näschen. Von der Farbe her geht er übrigens. Also ich hätte den jetzt dunkler erwartet.
widmen wir uns nun den Augenbrauen. Dafür nehme ich hier von Benefit den Precisely My Brow Pencil in der Farbe 3,5. Das ist eine zum Rausdrehen. Ein Spoolie ist leider nicht enthalten, deswegen nehme ich hier einfach einen, den ich bei meinen Pinseln so drin habe. Ich brauche das einfach, um meine Augenbrauen so ein bisschen durchzukämmen und so ein bisschen zu definieren. Das wäre das Ergebnis. Ich finde, ich habe die ganz schön dick heute gemacht. Sorry. Farbtechnisch gefällt mir das auch nicht so hundertprozentig. Aber es ist okay. Es ist ein bisschen zu dunkel, finde ich. Aber es geht klar, noch einigermaßen. Und weil das so großartig aussieht, nehme ich jetzt von Anastasia Beverly Hills das Clear Brow Gel, um das Ganze zu fixieren. Dafür bürste ich mit ihr mal ein bisschen erstmal hoch. Und dann gehe ich oben nochmal drüber und lege die hochstehenden Härchen dann so ein bisschen runter. So dass dann so ein leicht voluminöser Look entsteht. Bei Douglas habe ich mir übrigens hier auch diese Ivy Bears Women's Multi-Viecher mitgeholt. Ich weiß nicht, ich dachte vielleicht ist es ganz cool. War so eine Idee von mir mit B2, B6, B12, C, Magnesium, Biotin und Folsäure. Ein bisschen Vitamine können nicht schaden, glaube ich, bei dem Wetter. Dann habe ich noch ein paar Proben dazu gekriegt. Das ist von L'Oreal, die Hydra Genius Aloe Water Feuchtigkeitsfluid von L'Oreal. Hatte ich auch schon mal als Probe da. Hat mir vom Duft, glaube ich, nicht so gut gefallen. Dann habe ich eine Überraschungsprobe ausgewählt. Das war die Überraschungsprobe, genau. Das hier war die, die ich ausgesucht habe. Das ganze Paket hat danach gerochen, Wahnsinn. Von Rituals, The Ritual of Sakura, die Body Cream, die mag ich so gerne mit Cherry Blossom and Rice Milk. Oh, es riecht einfach göttlich. Und das hier konnte man sich auswählen, also mit so einem Code, den du dann eingibst, bekamst du es auch mit dabei. Glow Recipe oder Recipe Banana Soufflé Moisture Cream. Das ist hier so ein Pöttchen mit 10 Milliliter, ja. Zuallererst werde ich jetzt meine Lider primen, denn das hat sie ja auch immer wieder gesagt, die liebe Hatice, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Mache ich aber persönlich auch ganz gerne, weil ich habe hier nun mal Äderchen und dadurch, dass ich Schlupflider habe, wandert sonst mein Lidschatten irgendwann in die Lidfalte und das wollen wir ja nicht. Da habe ich von Urban Decay die Eyeshadow Primer Potion, das ist dieses Produkt. Ne, das ist, ich glaube, ein recht teures Produkt, was ich aber auch ganz cool finde. Also von daher, ja, ne, es hält den Lidschatten halt an Ort und Stelle. Was soll man da groß zu sagen? Färbt jetzt nicht unbedingt die Lider ein, aber macht so eine bisschen klebrige Basis für das Ganze, was danach kommt und ja. Und damit wir uns die Lidschattenpalette Day von Hatice Schmidt Labs einmal genauer anschauen können auf dem Auge, die ja bekanntermaßen so ausschaut, hole ich dich einfach mal ein Stückchen näher ran. Ich glaube, so ist nah genug. Ich glaube, viel näher kriege ich dich auch gar nicht mehr rangeholt. Ja, man sieht es, glaube ich, ganz gut jetzt, wie mein Gesicht aussieht. Hier sieht man den angesprochenen extrem, ja nicht extrem, aber es glitzert schon sehr, ne, mit dem Highlighter. Hier sieht man es wahrscheinlich mit der Foundation auch sehr gut, wie sie da aufbricht und wie sie einfach sehr trocken aussieht. Ich kann ja mal lachen und Grimassen ziehen. Da sieht man es immer ganz gut. Naja, egal. Lidschattenprimer ist aufgetragen. Wir kümmern uns jetzt um die Augen. Und zwar möchte ich beginnen mit der Farbe Mist. Hier ist kein Ton zum Setten drin. Mit meinem Puder, um meine Lider zu setten. Ich habe nämlich bei der Holy Palette ja schon gemerkt, dass es für mich mit meiner Technik, wie ich mich schminke, nicht unbedingt funktioniert, wenn ich das Produkt auf eine nicht gesettete Base gebe. Beziehungsweise ja, die Farben sind deutlicher zum Vorschein gekommen. Aber das setzt sich hier gerade so auf eine trockene Stelle. Entschuldigung, wir ignorieren das Ganze. Die ließen sich besser aufbauen, aber verblenden ließen die sich nicht wirklich, ne? Das sah echt fleckig aus. Ich habe hier übrigens den Pinsel Nummer 10 aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Pinsel Set. Crystal Zodiac Pinsel Set, genau. Und mit dem werde ich jetzt erstmal beginnen. Da gehe ich zuallererst in die Farbe Nebula rein. Das ist hier unten so ein gräuliches Beige, hellbeige, um einfach so ein bisschen meine Lidfalte, ja, vorzubereiten. Ich setze es ein bisschen höher an, weil ich ja Schlupflider habe. Und das ist auch die Farbe, die von Hattie als Bronzerersatz genannt wurde. Wäre mir aber vielleicht sogar doch ein Stückchen zu aschig, zu hell, ich weiß es nicht. Aber als Bronzer würde ich die nicht nehmen. Jetzt für die Lidfalte zum Vorbereiten. Ihr seht, ich gehe immer wieder rein und baue mir den vorsichtig auf. Geht der? Ist der ganz gut?
Ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches, um ehrlich zu sein. Wirklich kein außergewöhnlicher Ton. Also es ist ein schöner Ton, weil man damit schön seine Lidfalte vorbereiten kann. Er ließ sich schön aufbauen, schön ausblenden. Aber es ist jetzt kein Ton, den ich jetzt nicht irgendwie schon mal in der Palette gesehen hätte. Ja. Den Tiana Smudging Brush habe ich mir übrigens auch neu bei Douglas gekauft. Und den werde ich nun verwenden. So schaut der aus, ganz süß. Und zwar möchte ich mir dieses Blau Rain auftragen. Das ist hier. Vorsichtig abgeklopft, gebe ich mir den zur Vertiefung in meine Lidfalte. Ui. Das wäre jedenfalls der Plan gewesen. Dann machen wir halt heute eine Cut Crease. Na gut. Ich nehme jetzt einen anderen Pinsel und zwar nehme ich einen etwas fester gebundeneren Blendepinsel aus dem Luvia Prime Vegan Pinsel Set. Das ist die Nummer 7. Und damit versuche ich das jetzt einfach aufzutragen. Vielleicht funktioniert das besser. Ja. Wobei der Ton sich auch nicht wirklich ausblenden lässt. Der wird hier oben sehr, sehr fleckig leider. Ich nehme jetzt noch einen weiteren, etwas fester, aber nicht ganz so fest gebundenen Blendepinsel. Gehe wieder in die Farbe Nebula von eben rein und versuche so ein bisschen die Kanten auszusoften, weil ich das so ganz groß, ganz große Scheiße finde, genau. Ah je. Es wird halt so grünlich, wenn man das ausblendet. Schade. Ich dachte, der Ton wäre geil. Ich ziehe das jetzt durch. Also, ich rühre richtig im Pfännchen, klopfe dann ab, puste das Fallout, Kickback, was auch immer weg und trage dann das Ganze abgeklopft auf, weil das ansonsten richtig viel Fallout gibt und richtig krümelig wird. Und noch fleckiger als so wie jetzt. Aber trotzdem ist es eine Heidenarbeit. Also schade, den Ton fand ich so geil im Pfännchen. Sieht irgendwie schon cool aus, aber extrem patchy. Upsala, extrem patchy, extrem fleckig, extrem furchtbar. Aber wir müssen das jetzt durchziehen, Leute. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Okay, sei es drum. Wir ziehen uns jetzt eine Cut Crease mit dem Concealer. Da der Concealer sich ja immer so schön mit den Farben, auf denen er aufgetragen wird, vermischt, sieht das irgendwie cool aus, ne? Ja. Weil ich gerade weinen könnte, nehme ich die Farbe Cry. Genau, und setze mir die quasi hier außen so ein bisschen als Übergang hin. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Und dafür nehme ich hier von Morphe den M224. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nimmt auf jeden Fall Farbe auf. Huch! Das war ein dickes Stück Fallout. Aber ich habe auch gerade sehr viel Farbe aufgenommen. Hä? Nee. Das funktioniert nicht mit dem Pinsel. Wir nehmen wieder den Smudger Brush von eben, den ich kurz an meinem Tuch hier abwische. Dann gehe ich in die Farbe Cry rein. Und setze den hier drauf. Das sieht gut aus. Also, die Farbe sieht gut aus. Das sieht in Kombination noch nicht so gut aus hier. Aber da versuche ich gleich noch was. Da habe ich eine Idee. Man muss die Farbe hier tatsächlich sehr, sehr doll aufbauen und eher tupfen und weniger wischen. Weil wenn du wischst, kriegst du zum einen Fallout und zum anderen verschiebst du die Farbe so ein bisschen. Das ist irgendwie doof. Das ist jetzt alles ein Test, ne? Ich habe das vorher nicht probiert. Dann nehme ich den... Welchen nehme ich denn dann? Den fluffigen Blendepinsel von eben. Gehe dann in die Farbe Promise. Oh, das ist dieses Grün. Mal gucken, ob das funktioniert. Vorsichtig reindippen und dann verblende ich das so ein bisschen ineinander. Ne. Vielleicht mit dem fester gebundenen Pinsel? Man weiß es noch nicht. Eigentlich so ein kleiner Plan, den ich hier hatte. Dass es halt nicht so eckig aussieht, ne? Ich glaube, so machen wir das auch. Ja, das fließt dann so ein bisschen da rein. Das sieht ganz gut aus. Dann mache ich jetzt das andere Auge auch. So, jetzt habe ich echt einen Plan.
Jetzt weiß ich, auf welche Pinsel ich nehmen muss. Und auf den Rest vom Schützenfest, also hier innen so, gebe ich mir die Farbe Mondays. Das ist ja diese Ultra, jeder liebt sie Farbe. Gute Beschreibung. Und das mache ich jetzt auch erstmal mit dem Smudger-Pinsel. Gucken, ob das funktioniert. Naja, ich nehme meinen Finger. Viel besser. Das ist Glitzer. Schimmer. Das Licht reflektiert sich da krass drin wie auf Metall. So, dann gehe ich wieder hier mit diesem Blendepinsel in die Lidfalte, damit es nicht zu viel Glitzer und so da oben ist. Wisch das eigentlich eher weg, als dass ich da irgendwas verblende. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schön, ne? Das ist halt irgendwie was anderes und ich mag ja diese Schimmerlooks und das ist sehr, sehr schimmerig. Das Einzige, was mich halt extrem stört, ist halt wirklich dieses Blaue außenrum zu. Ja, ich schau mal, ob ich die Day einfach so als Inner Corner Highlight nehmen kann. Hier so ein bisschen ja auch auf die Cut Crease mit drauf. In Mondays einblenden. Finde ich etwas langweilig, um ehrlich zu sein, weil wenn du hier so ein Glitzer Kaflitzer hast, die so eine matte Farbe da rein zu knallen, ist doof. Ich guck mal als... Oh ja, da ist aber schön. Das Augenbrauen-Highlight geht die. Hier doch irgendwie noch so ein rosa Shift mit drin, wenn ich das richtig sehe, ne? Hä, warum ist denn die dann im Innenwinkel nicht so geil wie auf der Augenbrauen-Geschichte? Soll ich die mal ansprühen? Ja, dann wird die etwas doller. Aber ja, es ist halt, ne? Dieser Kontrast ist noch zu groß. Aber egal. Dann ist das halt so. Den Pinsel mache ich mir gerade an meinem Lappen wieder sauber. Den Smudger. Und dann, ja, mache ich ein paar Dinge. Und zwar gehe ich zuerst in Promise rein, setze mir den ganz, ganz nah an den unteren Wimpernkranz und blende den vorsichtig mit dem hier oben, der heißt Earth, aus, sodass ich fast alle Farben verwendet habe, bis auf den Pinkton hier oben. Das wäre doch ziemlich cool. Jetzt mal hier Promise ansetzen. Weil der halt ja quasi hier oben ist, ne? Und dann spiegelt der sich dann hier unten auch wieder. Und ist dann halbwegs harmonisch. Und zwar nehme ich diesen Blendepinsel, den ich ja eben auch schon genommen habe, den etwas fester gebundenen. Habe den jetzt auch ein bisschen an dem Lappen sauber gemacht. Tippe dann vorsichtig in Earth rein. Habe da ein bisschen was drauf. Klopf ab. Und smoke ein bisschen hier aus. Hat das eigentlich gerade irgendeinen Effekt gemacht? Nicht wirklich, ne? Der Look ist jetzt wirklich nicht perfekt, aber ich habe ihn ja auch jetzt das allererste Mal so geschminkt. Es ist jetzt ja nicht so, als hätte ich den schon 5-mal vorher ausprobiert, sondern ja, ich habe es jetzt einfach mal so freischnauze gemacht. Und ich finde, dafür hat sich aus dem anfänglichen, ich mag das Blau nicht, doch eine sehr... weiß ich nicht, eine gute Beziehung zwischen mir und den Lidschatten aufgebaut. Also mir gefällt der Look, mir gefällt auch tatsächlich die Palette, muss ich wirklich sagen. Also da ist, wäre die nur ein bisschen günstiger, wäre das voll die Empfehlung, weil du damit halt auch echt viel machen kannst, ne? Ich ziehe mir einen, nein, ich muss mein Gesicht fixieren, nämlich dieses hier, Glam Glow Glow Setter. Das ist dieses wundervolle Fixing Spray. Das ist so schön, dieser Sprühnebel. Ich will gar nicht aufhören zu sprühen, so schön ist das. Es ist so sanft und es riecht so gut. Das ist Wahnsinn, ne? Make-up, hallo. Wir reden von Make-up. Eyeliner, Kat Von D Tattoo Liner. Das ist dieser hier. Auch der war mal in irgendeiner Sephora-Geschichte mit drin. So ein ganz feiner ist das. Dann biege ich mir jetzt erstmal die Wimpern mit meiner Wimpernzange und verwende nun die Smashbox Full Exposure Mascara. Das ist dieses Schätzchen. Und die hat ein riesengroßes Bürstchen. Wow, Kunsthaarbürstchen tatsächlich. Und ist das nicht riesig? Also wenn ich das so in Relation zu meinen Augen sehe, ist es wirklich riesig. Riecht nach Mascara, riecht relativ dezent, hat jetzt aber nicht so einen wilden Geruch, würde ich mal so sagen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
vierte Schicht. Ja, ich musste tatsächlich 4 Schichten auftragen, weil mir das einfach zu wenig sonst ist. Bei diesem krassen Lidschattenlook brauche ich auch krasse Wimpern. Und da ich ja nicht so ein Pro mit künstlichen Wimpern bin, muss ich das ja mit Mascara erschaffen. Und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Die Mascara ist sehr trennend. Ja, sie trennt die Wimpern, aber sie verdichtet sie jetzt nicht. Also es macht keine Fliegenbeine oder keine Klümpchen. Sie macht wirklich eine Definition damit rein. Und wenn du sie schichtest, hast du ja auch gesehen, dass du da schon ein bisschen noch was machen kannst. Aber viel passiert dann ja auch nicht mehr, ne? Naja, aber gut. Das wäre jetzt tatsächlich der komplette Augenlook. Und jetzt darfst du dir das Ganze mal von Weitem ansehen. Und aus der Ferne fällt dem aufmerksamen Zuschauer auf, dass es doch irgendwie zu meinem Oberteil passt. Dann habe ich mir als letztes geholt bei Douglas von NARS den Pencil-Sharpener, denn ich habe doch diesen großartigen Lippenstift, den ich im Adventskalender von ASOS drin hatte, und ich habe einfach keinen Anspitzer dafür gefunden. Dann haben mir ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, dass NARS genauso ein System hat wie Estee Lauder, nämlich ein Es-passt-nicht-alles-auf-mich-drauf-System. Genau. Und ja, das soll wohl hier bei diesem Anspitzer genau der Fall sein, sodass ich hier diesen stumpfen Stift anspitzen können müsste. Ich glaube, der Stift hat nicht damit gerechnet, dass er nochmal angespitzt wird, denn da bricht er schon. Das wollen wir aber nicht. Naja, ich spitze ihn jetzt nicht weiter an, ich verwende ihn jetzt. Ich liebe diese Farbe. Ich finde sie wunderschön. Ne? Gefällt mir und passt halt auch irgendwo zum Augenlook, weil die Augen extrem sind und die Lippen sind dann halt dezent. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte die Lippen doch noch ein bisschen toppen. Und zwar habe ich hier von Fenty Beauty den Fenty Gloss. Das ist dieser hier. Und den habe ich in der Farbe Fenty Glow. Das mache ich jetzt einfach mal ein bisschen noch drüber, weil ich habe oben Glow, da mache ich unten auch noch ein bisschen Glow. Auch wenn das wahrscheinlich so etwas stimmiger wäre. Nee, ich finde es so sogar noch schöner. Ich feiere diesen Look. Das ist der Look, der sagt, Make-up ist Kunst. So, und das ist immer meine Aussage, wenn ich danach gefragt werde. Make-up ist Kunst und Make-up kennt auch keine Grenzen und Make-up soll Spaß machen und nicht irgendwelchen Regeln folgen. Das sagt dieser Look mal wieder aus. Ja, es gibt noch was zu gewinnen. Ich habe mir eine bezaubernde Verlosung überlegt und zwar sind es Produkte mit B. Claudia rastet aus. Okay, von Essence. Luminous Matte Bronzing Powder, das ist dieses hier in der Farbe 01 Sunshine. Maybelline Brow Drama, eine Sculpting Brow Mascara. Max Factor Pastel Compact Blush in der Farbe Mauve. Catrice Nothing But ein Nagellack. Me, Myself and My Polish in Blau. The Professional von Benefit, ein Primer. Von Biore Clear Up Strips tiefenreinigend. Und von Blütezeit eine 24 Stunden Feuchtigkeitscreme mit Bio Ginkgo Extrakt. Was du dafür tun musst, um dieses bezaubernde Beauty-Paket zu gewinnen, ist, dass du mir einfach in die Kommentare ein Emoji-Smiley reinmachst oder irgendein Emoji-Gedönsen, der blau ist. Oder der irgendwie was Blaues an sich hat. Keine Ahnung, Mädchen mit einem blauen Pullover oder ein blaues Herz oder so. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, irgendwas Blaues als Emoji zu posten, dann erwähne irgendwas mit der Farbe Blau in deinem Kommentar. So machen wir das, okay? Ja, ihr Lieben, das ist der fertige Look. Das ist mein Full Face High-End-Produkte und auch mein Test von der Hatice Schmidt Labs Day Palette. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style and Talk Videos, ja, die nehmen wir. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!